läuft. Das ist Gummistiefel. Das ist voll laut. Sie haben wie Gummistiefel. Wie SpongeBob. Do you like my new boots? Boah, ist das laut. Echt? I could write something that's ignorant, presented as immaculate, then package it for people to purchase, digging inside your purses and pockets for profits. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Heute ein sehr spannendes, ein sehr, sehr wichtiges Thema, fast wie alle Videos. Und zwar geht es heute um Dropsätze, was das tatsächlich für Auswirkungen hat auf den Muskelaufbau, auf die Kraft. Es gibt eine neue wissenschaftliche Studie dazu, deswegen auch so ein bisschen das Thema. Kurz davor, wirklich ganz, ganz, ganz kurz, ein bisschen was Organisatorisches. Ich habe wirklich gerade noch eine E-Mail gelesen von jemandem, hab das wirklich aber auch schon öfter in den Kommentaren gelesen. Simon, warum machst du so selten Videos? Und das stimmt überhaupt nicht. Ich mache immer noch Montag, Mittwoch, Freitag und öfter mal samstags immer Videos. Das liegt aber wirklich daran, das habe ich wirklich häufiger gehört, dass YouTube, selbst wenn ihr abonniert habt den Kanal, das solltet ihr selbstverständlich tun, euch nicht die Videos vorschlägt oder nicht alle Videos. Deswegen müsst ihr diese Klingel da oben drücken, damit ihr keine Informationen mehr verpasst. Sonst sagt ihr, sonst seht ihr nur Samstagsvideos zum Beispiel und sagt, Simon macht nur noch Werbung. Nein, Werbung gibt es hauptsächlich in Samstagsvideos, aber auch da gibt es Informationen selbstverständlich. Aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Also Montag Training, Mittwoch Ernährung, Freitag eben Wissens- und Lifestyle-Themen. In letzter Zeit hauptsächlich Wissensthemen und Samstag eben Thema Supplements, Produktempfehlungen auch, aber wie gesagt Informationen zu Supplements, das eben dazu. Also aktiviert auf jeden Fall die Klingel und abonniert den Channel. So, jetzt zum Thema Dropsätze. Auch das ist ein Thema, was ich ganz, ganz früher, eins der ersten Videos war, eben Dropsätze, Supersätze, also Intensitätstechniken. Ich bin ein Riesenfan bis heute von Intensitätstechniken und jetzt gibt es eine neue wissenschaftliche Studie, die so meine Erfahrungen, ja, irgendwo widerspiegelt und irgendwo bestätigt. Die wollte ich euch nennen und ich wollte es eben sehr, sehr praktisch in den Montagsvideos wieder ein bisschen einbringen und jetzt ein bisschen erklären, ja, was es mit der Studie auf sich hat, was das vielleicht zum Muskelwachstum beitragen kann. Vielleicht ganz kurz Dropsätze. Dropsätze, es gibt mehrere Varianten, aber es geht einfach darum, dass man ja, den Satz droppt in kleine Untersätze. Das heißt, man nimmt zum Beispiel, ich sage es direkt ganz praktisch, man nimmt ein recht hohes Gewicht, mit dem man, das ist auch unterschiedlich, nehme meistens so ein Gewicht, mit dem ich so 5, 6 Wiederholungen schaffe, mache, bis ich nicht mehr kann. Einige machen das wirklich nach Wiederholungen. Ich mache es wirklich so, bis mein Muskel absolut nicht mehr kann, bis er versagt. Drop das Gewicht immer so in etwa um 30%. Einige droppen dann so und so viel Kilo. Ich mache das immer so 30% weniger, dann mache ich wieder, bis ich gar nicht mehr kann. Dann sind meistens nochmal so 5, 6 Wiederholungen drin und dann droppe ich meistens nochmal. Und dann mache ich wieder, bis es gar nicht mehr geht. Dann habe ich einen einzigen Satz, damit spart ihr euch eben zum Beispiel 2 oder 3 Sätze. Und der Muskel, oder warum das Ganze, theoretisch soll es einfach dazu führen, dass der Muskel ja mehr Muskelfasern oder noch stärker ermüdet und mehr Muskelfasern rekrutiert und ganzheitlicher einfach bis an sein Limit gebracht wird. Erstens macht es riesen Spaß, man hat einen Pump seines Lebens, der Muskel kann danach gar nichts mehr, es ist wirklich absolut taub. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, es fühlt sich wahnsinnig schön an, ein richtig toller Pump. Außerdem spart man sich dadurch etwas Zeit, werde ich gleich kurz nochmal zu der Studie eingehen, wann man sich die Zeit spart. Und ja, wie gesagt, und die Studie zeigt auch, und das ist absolut meine Erfahrung, wenn ich mit Dropsätzen arbeite, habe ich das Gefühl und auch andere Athleten, dass ich etwas besser und schneller aufbaue. Ich kann es, das ist keine Studie bei mir, weil ich habe immer mal Phasen ohne und mitgemacht und ich habe immer in den Zeiten, wo ich Intensitätstechniken benutzt habe, wie Dropsätze, immer bessere Resultate, was den Muskelaufbau angeht, immer mehr wieder gemerkt. Auch jetzt, wenn ich wieder Dropsätze mache, die ich zurzeit wieder sehr, sehr gerne mache, weil es mir Spaß macht, habe ich immer das Gefühl, wirklich ein bisschen besser Muskeln aufzubauen. Studie recht neu, hat genau das untersucht. Man hat eine Gruppe von Leuten genommen, die haben 3 Sätze gemacht, 3 recht schwere Sätze. Liest euch die Studie unbedingt ins Detail durch, da will ich nicht ins Detail drauf. Und eine andere Studie, leider nicht so groß, 8 und 8 waren es, soweit ich mich erinnern kann. Und die anderen 8 Probanden haben einen einzigen Dropsatz gemacht, das haben sie am Trizeps strecken gemacht und haben einen Dropsatz gemacht, also 2-mal gedroppt. Das heißt, ein zusammengesetzter, so wie ich euch das gerade erklärt habe, aus drei Teilen, also einen einzigen Satz. Dann hat man geschaut, nach 6 Wochen, also auch eine recht kurze Zeit, man hat eben geschaut, wie verhält sich das Ganze bei der Kraft, wie wird die Kraft gesteigert und wie ist das Muskelwachstum. Und
Das Muskelwachstum war tatsächlich, das ist eine ganz sehr kurze Zeit, aber bei der Dreisatzgruppe, also die drei Sätze hintereinander gemacht hat, war es irgendwo um 5%. Bei der Gruppe, die den Dropsatz gemacht haben, waren es 10%. Das ist das Doppelte, das ist zweimal so viel. Und das finde ich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Wie gesagt, das deckt sich mit meinen Erfahrungen, deswegen sage ich das jetzt auch so, weil ich da sehr, sehr dafür bin, weil ich kann es absolut unterschreiben. Aber, das ist ganz wichtig, aber bei der Kraft waren beide gut. Die einen haben, die Dropsatzgruppe hatte irgendwie eine Kraftsteigerung von 16% circa. Und die mit den drei Sätzen hatten, glaube ich, 25%. Also die Kraftsteigerung war bei denen mit den drei Sätzen mehr. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon so ein kleines Fazit zusammenreimen. Meine ganz, ganz klare Empfehlung, macht Dropsätze, aber macht nicht nur Dropsätze. Ich würde auch Dropsätze dadurch, dass es, und da deckt sich das wieder ganz mit meiner Erfahrung, Dropsätze eignen sich ganz fantastisch eben für recht isolierte Bewegungen. Deswegen nehme ich sie meistens so als letzten Satz, um wirklich nochmal den Zielmuskel isoliert nochmal komplett fertig zu machen, bis an seine Grenze zu bringen. Auch mit Bewegungen, die so ein bisschen isolierter sind, mache ich das ganz gerne. Und diese drei Sätze oder eben, woran liegt das, dass die mit drei Sätzen zum Beispiel jetzt mehr Kraft aufgebaut haben, weil sie eben dreimal schwer trainiert haben. Deswegen solltet ihr, um auch Kraft aufzubauen, weil das gehört auch dazu, mit mehr Kraft könnt ihr später wiederum mehr Muskeln aufbauen, solltet ihr auch ja mehr Sätze machen mit mehr Gewicht. Und da eben keine Dropsets einbauen und das, wenn möglich, eben mit zusammengesetzten Übungen, mit Grundübungen. Das Schöne ist, es deckt sich sehr, sehr stark mit meinem Training, mit dem Training, was ich eigentlich immer schon fahre. Das heißt, ich mache schwere Grundübungen, etwas leichtere Isolationsübungen und dann eben zum Auspowern meistens irgendwelche Dropsets oder Supersätze, wo ich den Muskel absolut an sein Limit reiße. Und lasst euch bitte nicht gesagt sein, dass das irgendwie nur für unterstützte Athleten ist oder das ist nichts für Natural. Das ist meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Ganz im Gegenteil, absolut ganz im Gegenteil. Ich finde, besonders wenn man nicht unterstützt ist, sollte man sich noch mehr den Arsch aufreißen, noch mehr kämpfen. Ich habe in meiner Anfangszeit so, zum Teil auch so falsch, aber eben mit solchen Intensitätstechniken trainiert, hat riesen Spaß gemacht. Da habe ich in die absoluten, mit Abstand die besten Erfolge gemacht und ich glaube ganz fest daran, dass es eben daran liegt. Und jetzt nochmal wissenschaftlich so ein bisschen oder ein bisschen bestätigt. Wie gesagt, Rückschlüsse komplett kann man daraus nicht ziehen. Aber so ein paar Andeutungen, wenn die mit mir passen, finde ich das super, dann kommt das auf diesen Kanal und dann kann ich mich das super berichten. Wie gesagt, ein bisschen praktischer das Ganze, wie man das ins Workout einbaut und so weiter, werde ich in den Montagsvideos ein bisschen machen, wenn ich da so ganze Workouts, wieder ganze Motivations-Workouts mache und so weiter, werde ich euch das da ein bisschen zeigen. Aber wie gesagt, wenn ihr das schon könnt, guckt euch die alten Videos an und probiert es einfach mal für euch aus. Probiert ein paar Dropsätze aus. Allein der Spaß ist einfach super. Und deswegen macht das unbedingt mal, fühlt mal richtig schön den Zielmuskel, macht Dropsätze, abonniert selbstverständlich den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, macht das Klingelchen an, wie gesagt, und die besten Supplements. Wenn ihr das Ganze noch mit einem richtig schönen Pre kombiniert, dann habt ihr noch den Pump eures Lebens und ja, die gibt es natürlich bei Body Up Nutrition, ein bisschen Werbung muss sein. Bis dahin, euer Simon.